Ja, liebe Pressevertreter, liebe Gäste im Foyer im VIP Business Club, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Heimspiel der HSG Wetzlar gegen den TBV Lemgo. Vor 4.008 Zuschauern, Endstand 32:25. Zu meiner Linken der Trainer des TBV Lemgo, Nils Pfannschmidt, zu meiner Rechten Kai Wandschneider. Wir kommen gleich zu den, erstmal zu den Statements der Trainer, im Anschluss dann Statement noch vom Geschäftsführer vom TBV Lemgo. Aber zunächst die Endergebnisse aus der DKB Handball Bundesliga. Friesenheim verliert zu Hause gegen Göppingen 23:29. Hamburg, Hannover 23:23. Berlin schlägt den Bergischen HC 32:23. Die MT Melsungen verliert gegen den VfL Gummersbach mit 26:27. Magdeburg schlägt Erlangen mit 31:26 und Lübeck verliert zu Hause gegen Minden mit 23:26 und noch ein Ergebnis aus der zweiten Handball-Bundesliga, TV Hüttenberg gegen Coburg 19:29. So, kommen wir erst zu den Statements. Nils, dein Statement zum Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Glückwunsch an die HSG Wetzlar, Kai. Absolut verdient, gibt es nichts zu deuten. Und ja, letztes Mal, als ich hier saß, war mein erstes Bundesligaspiel. Wir hatten da gewonnen, das war ein bisschen schöner. Und jetzt nach unserem Kiel-Spiel erinnert mich der Spielverlauf so ein bisschen auch an dieses Spiel von uns. Wir hatten große Probleme, ins Spiel zu finden. Wir waren sehr passiv in der Deckung. Ich hatte verschiedene Abwehrvarianten und aber alle griffen nicht so richtig, weil wir zu weit weg von den Leuten waren. Wir waren sehr passiv, wir waren nur auf Blockspiel aus und ja, wir haben dann echt gebraucht, bis wir überhaupt reingefunden haben. Dann hatten wir beim 8-12, keimte mal so zwischendurch immer so eine Hoffnung auf, aber wir kamen nicht richtig ins Tempospiel. Und setzte sich zweite Halbzeit erst fort und dann so ab der 36., 37. Minute fingen wir an, endlich Deckung zu spielen. Wir haben eine gute 6-0-Deckung hingestellt, wir hatten mit Thomas Bauer einen guten Torwart dahinter und waren dann auf 17-21 dran und hatten dann die Möglichkeit, mit dem Tempo Gegenstoßen ein Tor zu erzielen. Leider ging der Pass, kam nicht an, wurde abgefangen und die Möglichkeit dahin und wir kamen im Gegenzug gleich ein Tor und dann, ich glaube, gleiche nochmal beim 21-25 in der 51., wo wir eine unnötige Zeitstrafe bekamen. Also immer, wenn wir so halbwegs Hoffnung aufkeimte, machten wir uns das selber wieder kaputt. Wir trafen auf einen überragenden Andreas Wolf, muss ich heute sagen. Also das war ganz, ganz, ganz große Torwartkunst, ähnlich wie bei uns gegen Kielspiel, wo der Nils Ressler so gut gehalten hat. So, aber in der Summe absolut verdient und klarer Sieger. Und es bestätigte sich auch mein Eindruck von dem Minden-Spiel, diese sehr disziplinierte, sehr gute Wetzlar-Mannschaft und sehr gut eingestellte Mannschaft. Und ja, Glückwunsch dazu und ja, alles Gute jetzt auch für das Sonntagsspiel. Nils, vielen Dank. Ja, Kai, 14:0 Punkte, toller Start. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich freue mich natürlich sehr über die gelungene Heimpremiere in dieser Saison. Letztes Jahr, wie gesagt, haben wir hier gegen Lemgo verloren. Ich bin auch hochzufrieden mit unserer Leistung heute. Das war eine geschlossene, starke Mannschaftsleistung, wo wir auch immer wieder zeigen konnten, dass wir den einen oder anderen Hänger von einem Spieler kompensieren konnten. Ich habe auch Andis Leistung sehr stark gesehen, aber auch wieder eine bärenstarke Deckungsleistung, egal in welcher Formation wir da gespielt haben. Was heute, glaube ich, mitentscheidend war, dass als wir in der zweiten Halbzeit Probleme im Positionsangriff bekommen haben, wo Nils auf eine sehr, sehr defensive, sehr große 6-0-Deckung umgestellt hatte und wo wir zu statisch waren, ja, das war auch zum Teil dann eine Kraftfrage, dass wir das kompensieren konnten über einen Gegenstoß. Also ich glaube, so viele Gegenstoßtore wie heute schon in der ersten Halbzeit, obwohl wir da noch 2-3 haben liegen lassen, haben wir lange nicht mehr erzielt. Also waren super Umschalten zu erkennen. Die Außen haben sehr gut umgeschaltet.
Ganz wichtig wieder von Gigi, Guillaume Joly, dass er jeden 7 Meter verwandelt hat. Also der ist jetzt in den letzten beiden Spielen bei 100%. Und egal, wen ich gebracht habe, der war einfach da. Wir haben Carlos noch draußen gelassen, weil der, Gott sei Dank, Mutter, Kind, Nora, gesund, heute Nacht um 3 Uhr Vater geworden ist, 3 Wochen, also wenig trainiert hat. Und das hat so geklappt. Ja, am Sonntag in Göppingen, denke ich, werden wir da noch mehr wechseln müssen, um diesen unseligen Doppelspieltag bewältigen zu können. Aber heute bin ich sehr, sehr zufrieden. Diese 4-0-Punkte tun gut. Letztes Jahr sind wir mit 0-4 gestartet. Ja, das wird nochmal die Mannschaft, so wie sie miteinander umgeht, so wie sie miteinander spielt, das alles bestätigen. Wir haben auch in der Vorbereitung offensichtlich die Spieler, ja, ich habe mich viel mit den Führungsspielern ausgetauscht, mit natürlich meinen Trainerassistenten, alles richtig gemacht. Und man sieht eben, wenn eine Mannschaft schon mal ein Jahr lang zusammengespielt hat und dann nochmal 6 Wochen Vorbereitung zusammengespielt hat, dass man dann einfach auf einem anderen Niveau spielt. Ja. Und insofern möchte ich gar keinen einzelnen Spieler herausheben. Wir haben eine tolle Mannschaft, die das großartig gemacht hat heute. Lemgo und Nils wünsche ich alles Gute. Lemgo wird weiter diesen Weg gehen, den ich für absolut richtig halte. Ja, ich habe eigentlich, Jens, bei dir noch gewartet, dass du einen 7. Feldspieler bringst. Ja. Ja, wir hatten ein paar Tage, Gott sei Dank, Zeit. Und also man muss erstmal Lemgo schlagen. Ja, Lemgo wird auch dieses Jahr wieder, wenn sie von Verletzungspech verschont bleiben, eine starke Saison spielen. Und ja, ich freue mich jetzt sehr darüber, dass wir eben diese 4-0-Punkte haben. Wir haben ja jetzt lange nicht mehr gespielt. Letzte war hier gegen Göppingen. Also dieses Publikum ist einfach überragend in Wetzlar. Ja, also man hat das Gefühl, die Leute kommen hier hin, haben Spaß am Handball. Die haben uns großartig unterstützt und ich glaube gerade so für unsere Neulinge, Max war ja bisher nur als Gegner in der Halle, aber für Gigi, Rotter kennt es schon ein bisschen, war das sehr beeindruckend. Dankeschön. Danke Kai. Kompliment für die Zuschauer, aber auch Kompliment für den TBV Lemgo. Personelle Aufstellung, Entwicklung. Wiegt die Niederlage trotzdem doppelt schwer oder kann man es vielleicht ein bisschen verkraften heute? Christian Sprittlik, Geschäftsführer vom TBV Lemgo. Ja, also erstmal schönen guten Abend von meiner Seite. Ja, vielleicht will ich mal vorweg schicken, dass mir hier ein Kollege die Fragen stellt. Das finde ich schon außerordentlich großen Respekt, Björn, an dich. Auch als Hallensprecher habe ich dich gerade gesehen. Also ich glaube, da kann man schon sehen, sehr, sehr bodenständig. Und wo gespart wird, bei Wetzlar wird gespart. Ja, ja. Und ansonsten, ich habe Björn gerade schon meine Karte zugesteckt, falls in Lemgo also mal der Hallensprecher ausfällt, würde ich nochmal auf dich zurückkommen. Nein, also ich glaube schon eine besondere Situation. Ja, nein, also Spaß beiseite. Ja, natürlich ist so eine Niederlage hier heute vor allen Dingen auch in der Höhe nicht so schön. Gerade nach dem ersten Spieltag, wo wir da wirklich überrascht haben gegen den THW Kiel, ist das natürlich heute, ich sag mal, doppelt so schwer, so eine hohe Niederlage zu kassieren. Da kann man aber auch mal sehen, dass es Ups and Downs geben kann. Kai, an dich großes Kompliment. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal. Und du hast es gerade gesagt, Mensch, der TBV Lemgo wird noch für die eine oder andere Überraschung gut sein. Das hoffen wir auch. Ne? Wir haben also ähnlich wie ihr auch jetzt das Team ein Jahr zusammen. Und wir hatten jetzt in dem Jahr die Möglichkeit, uns einzuspielen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich weiterhin unsere Aufgaben machen. Und es wird eine ganz, ganz schwierige Saison auch für uns. Und da gilt es für uns, so früh wie möglich in ruhige Fahrwasser zu kommen. Und ansonsten haben wir jetzt gar nicht mehr so lange Zeit, um über diese Niederlage nachzudenken, sondern haben ja auch gleich am Sonntag, also übermorgen, schon wieder das Spiel zu Hause gegen Bietigheim. Und dann müssen wir unsere Hausaufgaben wieder machen, dass wir da ein positives Punktekonto haben. Dankeschön. Christian, vielen Dank. So, wir kommen zu Fragen. Der Pressevertreter, bitteschön. Frage an Kai Wandschneider zum Doppelspieltag.
nach einem kräftezehrenden Spiel, ob unsere Jungs denn genügend Power hätten, um auch am Wochenende in Göppingen bestehen zu können. Ja, ich hoffe das. Ja, wir spielen alle das erste Mal so einen Doppelspieltag und werden auch noch eine weitere Auswärtsfahrt haben, aber das zählt alles nicht. Wir haben jetzt diese 4-0 Punkte, das tut der Mannschaft unglaublich gut. Und ich habe noch Wechselmöglichkeiten. Ja. Ich hoffe einfach, dass Carlos uns da nochmal helfen kann. Und aber auch natürlich Tobi Hahn und Rombe, die heute nicht gespielt haben, ja, dass die können da auch nochmal zusätzlich was reinbringen. Und dann werden wir eben vielleicht auch mal mit drei Rechtshändern im Rückraum spielen. Müssen wir gucken, ja, was wir machen. Kenny hat eigentlich die Kraft, denke ich, um da wieder anzugreifen, ja, so zu spielen wie in Minden. Der ist gestern Abend im Training noch umgeknickt, ja, Knie durchgeschlagen. Es ist nichts. Ja. Wir haben unser Mannschaftsarzt Marco Ketrukat hat noch extra MRT gemacht, also ist alles okay. Aber ich denke, dass das bei Kenny schon eine Kopfsache war. Ja. Das wird bis Sonntag raus sein. Und wir haben ja gesehen, was wir alles kompensieren können. Und wir haben auch noch Hotter als Torwart. Also wir haben auch andere Deckungssysteme. Wir werden in Göppingen angreifen. Wir werden da hinfahren. Wir wollen da gewinnen. Aber natürlich mit sehr, sehr großem Respekt vor Göppingen, die jetzt auch 14-0 Punkte haben, die sich ganz hochkarätig verstärkt haben mit Sesso, mit Nioka. Auch der Halen, der schwedische Rechtsaußen, was ich da so gesehen habe, fand ich stark. Sie haben vor allem auch wieder Mimi Kraus an Bord, ja, der im ersten Spiel gesperrt war. Und jetzt, was mich für Mimi persönlich freut, ganz, ganz sympathischer Spieler, dass er da freigesprochen worden ist. Und also wir wissen schon, was uns da erwartet, aber ich sage, bei uns in der Mannschaft steckt sehr, sehr viel und wir werden uns da ein paar Sachen einfallen lassen. Ich habe natürlich schon hier Video geguckt, setze mich gleich wieder ran und dann morgen nochmal, also so, dass wir gut vorbereitet da reingehen werden. Wir haben die letzten 4 Spiele gegen Göppingen nicht verloren. 2 Siege, 2 Unentschieden, so dass wir gute Erinnerungen an die Halle haben. Und ich denke, wir können es schaffen, da trotz dieser Starbesetzung von Göppingen auf Augenhöhe zu spielen. Danke, Kai. Gibt es weitere Fragen? Ralf. Frage an Nils Fallenschmidt. Muss die Frage erst noch wiederholen. Ralf Waldschmidt sagte, er hätte nach dem Spiel mit Spielern gesprochen, die gesagt hätten, sie hätten heute im Vergleich zum Spiel gegen Kiel 1-2 Schritte weniger gemacht und deshalb vielleicht auch verloren. Ob Sie das auch so sehen? Ja klar, das hatte ich ja eben schon in meiner Analyse gesagt, dass wir unheimlich gebraucht haben, überhaupt ins Spiel zu finden und auch in der Abwehr. Das war genau, was dieser Spieler, wie auch immer das war, richtig analysiert hat. Diese Schritte, die wir gegen Kiel noch gemacht haben, die fehlten jetzt. Und dann auch so in der Nachbarposition. Wir haben keine Kompaktheit gehabt. Dieses antizipative Decken, das fehlte gerade in der ersten Halbzeit. Und ja, wir haben, ich sag mal, eine gute Viertelstunde, da haben wir ordentlich gedeckt mit der 6-0-Deckung, wo wir eine Kompaktheit hatten, wo wir einen guten Torwart hatten. Und das fehlte in der ersten Halbzeit komplett, wo wir dann auch ins Hintertreffen geraten sind. Und das war ganz klar die Analyse. Und dann kamen wir auch nicht ins Tempospiel. Unsere Tempo-Gegenstoßquote ist eine Katastrophe heute gewesen. Wir haben in der zweiten Welle unheimlich viele Bälle liegen lassen, ganz schlecht ausgespielt, zu viel Risiko, wo wir mit 2-3 Pässen das hätten besser lösen können. Und so war das auch mit entscheidend, weil Wetzlar, ich weiß nicht, wie viele Tore aus dem Gegenstoß gemacht hat. Also ich habe jetzt 5 gezählt bei uns, das ist für uns wirklich schlecht. Wir haben sonst immer eine zweistellige Quote. Und das so in der Summe kommt dann so ein Ergebnis zustande. Nils, danke. Gibt es noch Fragen? Weitere Frage, Ralf? Frage an Kai Wandschneider zum Selbstvertrauen der Mannschaft. Sie würde einen sehr selbstbewussten Eindruck machen, auch kennt Robin Tönnesen trotz 1-2 verworfener Bälle immer wieder in Position gebracht von Ivano. Ist das so ein Selbstverständnis der Mannschaft zurzeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist schon gewachsen. Man vergisst immer so schnell. Also letztes Jahr im Oktober, November, da haben wir ganz, ganz starken Handball gespielt. Dann hat sich Steffen Feeth sehr, sehr schwer verletzt. Für viele Spieler war das erste Mal erste Bundesliga. Das war dann auch eine Kraftfrage. Die haben jetzt ein Jahr lang konstantes Athletiktraining bei Thorsten Ribbicke gemacht. Wir waren überrascht. Die waren auch unglaublich fleißig. Also wir hatten ja Gott sei Dank mal in diesem Geschäft eine lange Pause. Aber die Spieler haben diese Pause genutzt. Sie hatten Pläne mitbekommen, sodass sie auf einem extrem hohen Niveau schon zu Beginn der Vorbereitung waren. Das war komplett eine komplett andere Geschichte als letztes Jahr. Wenn Spieler aus dem Ausland kommen, sind die nicht fit. Ja? Außer die Isländer, ja? Wenn ich so an Pfanner mich erinnere. Und brauchen Zeit. Und die brauchen ein Jahr Zeit. Und wir sind halt immer wieder zurückgeworfen worden. Wenn man 7 neue Spieler hat, 8, 9, 10, 11 neue Spieler in den ersten 6, 7, 8, 9, 10 Wochen, dann geht man normalerweise unter. Dann geht man baden. Ja? Und wir haben uns auch da schon direkt dagegen gestemmt. Und jetzt haben wir haben auch Verletzte gehabt. Wir haben 5 Verletzte gehabt in den letzten Wochen, aber auch dieser Heide-Cup, ja, ich sag, wir hatten ja, glaube ich, mal früher so ein Fußballnationalmannschaft 74, den Geist da von Malente, ja. Und wir haben beim Heide-Cup mit 10 Mann durchgespielt, ja, 3 Spiele an 3 Tagen. Und wir haben uns dadurch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Und das ist echt eine Mannschaft, die auch mental zusammengewachsen ist. Und wir können Und die sich gegenseitig unterstützen. Also, und Ivano ist natürlich da ein extrem wichtiger Faktor und der sieht das ganz genau, wie es Kent geht. Ja, und dann versucht er ihn eben einzusetzen. Und zwar so einzusetzen, dass Kenny dann nur noch den Ball, das hast du genau richtig beobachtet, eigentlich nur noch am Torwart vorbeibringen muss. Und so macht das eigentlich mit allen. Aber auch Flo ist ganz wichtig. Der bringt dann so einen konzeptionellen Aspekt da rein. Ja, und alle anderen, das hatte ich am Anfang der Vorbereitung gesagt, sind einfach bereit, ihre Rolle anzunehmen, ja, die aus ihren Leistungen entsteht, die aus dem Zusammenspiel entsteht. Und da hatten wir ja letztes Jahr auch immer mal wieder ein Problem. Und einfach ihren Einsatz, also der Mannschaft und dem Erfolg unterzuordnen. Das wird ganz wichtig sein, auch im weiteren Saisonverlauf. Und insofern hast du das schon richtig so beobachtet. Es ist eine Mannschaft, die in sich ruht und wir werden auch Rückschläge wegstecken können. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, Kai. Weitere Fragen? Ansonsten sage ich Dankeschön, wünsche unseren Gästen vom TBV Lemgo eine gute Heimreise. Macht weiter so, sympathisches Projekt, sympathische Mannschaft. Wir sehen uns wieder am Freitag, den 5. September, hier in der Rittal Arena, 19.45 Uhr, dann zu Gast der THW Kiel. Vielleicht können wir nochmal telefonieren, wie man das macht. Ansonsten einen schönen Abend noch hier in der Rittal Arena, ein sehr schönes Wochenende und vielen Dank fürs Kommen.